Da hat er aber sehr charmant reagiert, der König. Las Vegas war gestern. Jetzt gibt es eine gigantische Show im Friedrichstadtpalast in Berlin. Die bislang teuerste Produktion des Hauses. Klar wird es nicht günstig, wenn jemand wie Jean-Paul Gaultier die Kostüme entwirft. Ganze 500 Stück. Das Ergebnis ist total abgefahren. Da waren sich gestern die Premierengäste einig. Jean-Paul Gaultier glänzte mit goldbehängter Krawatte und vielen prominenten Bewunderern. Die hatten sich zur Feier seiner Showpremiere mit Glitzer und Glamour herausgeputzt. Von Sebastian Koch über Dieter Hallervorden mit neuer Freundin bis zu Nina Hagen reichte seine extravagant gestylte Gästeschar. Diese Frau mit dem Riesenhut, das war fantastisch. Und Conchita und Amanda Lear sind gekommen und Ellen von Unwert, das ist toll. Jean-Paul Gaultier ist ein wundervoller Mensch, er ist ein Künstler, ein guter Freund von mir. Und wenn ich etwas von ihm anhabe, fühle ich mich gleich schöner. Ich liebe das, was er macht, er ist ein bisschen verrückt. Rund 500 Kostüme hat Gaultier für die neue Show im Berliner Friedrichstadtpalast entworfen. Eine opulente Retrospektive auf die bizarren Kreationen des französischen Modeenfants Terribles. Klar, dass Gaultier für seine opulente Show auch von seinen vielen prominenten Fans gefeiert wurde. Es ist voller Emotionen, die Kostüme sind der Wahnsinn, das Bühnenbild. Oder packt es nicht? Das waren so schöne Bilder. Ich habe besonders geliebt diese Art Deco-Skulpturen und das, ach herrlich. Ich finde es ganz toll, wunderschön. Riesenapplaus also für die irrwitzigen Kreationen der französischen Mode-Ikone. Strahlend spurtete der 64-Jährige auf die Bühne und ließ sich feiern.